So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von StarCraft 2. Wir sind dabei, wie immer mal, die Welt zu retten. Diesmal vor den Zerg. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen, was er stört. Was mir ein bisschen missfällt, dass wir noch keinen bzw. kaum Kontakt hatten mit der Königin der Klingen. Shakuras ist gefallen. Und Amons Schlinge zieht sich fest dazu. Um gegen ihn aufzubegehren, werden Krieger allein nicht ausreichen. Als Hierarch wurde ich über Standorte informiert, an denen unsere Kalai-Wissenschaftler geheime Versuche mit einer neuartigen Waffentechnologie durchgeführt haben. In der Anlage auf Classius wurde das Richterprogramm entwickelt. Wir müssen uns diese ungemein mächtige Technologie sichern. Okay. Die Terraner auf Kor'Hall haben den Schlüssel Steindechsel-Lager in ihrem Besitz, von dem Zeratul sagte, er sei unsere Rettung. Auch wenn ich Commander Rayner in vielen Sonnenzyklen nicht gesehen habe, bin ich überzeugt, dass er uns den Schlüsselstein geben wird. Na, dann machen wir doch mal die. Unser Schiff, hier spricht Commander James Rayner von der... Artanis? Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Freund Rayner, ihr scheint sehr beschäftigt zu sein. Tja, das übliche eben. Wer sind diese Aufständischen? Das Möbius Corps, eine Spezialeinheit, die früher mal für Dr. Narut gearbeitet hat. Sie greifen Welten überall im Sektor an und lassen niemand am Leben. Sie werden wohl von Hybriden angeführt, den Berichten nach. Dann ist in der Tat keine Welt vor Amon sicher. Verstärkt die Schatten! Verlegt das Team Alpha! Bildet eine Schlachtformation! Sky Shield, die orbitale Verteidigungsplattform, wurde überrannt. Sie haben anscheinend ihre Atmosphärenstabilisatoren zerstört. Sie rast ungebremst auf Kor'Hall zu. Genau auf Augustrad. Wir werden die Stadt retten, Commander. Greift ihre Flotte an und haltet ihren Angriff in Schach. Wie in alten Zeiten, Kumpel. Wie früher. So, ach, es geht noch gar nicht los. Lei. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Wahrscheinlich eh nicht. Wahrscheinlich eh nicht. Nee, gehe ich nicht von aus. Kriegsrat. Oh. Ich erinnere euch daran, dass das heilige Gesetz, die Daeum, es uns streng verbietet, in die Entwicklung niederer Lebensformen einzugreifen, solange nicht eine unmittelbare Gefahr für das Imperium besteht. Euren Entschluss, diesen Terranern zu helfen, finde ich verwunderlich. Warum nehmt ihr an, dass es sich bei ihnen um niedere Lebensformen handelt, Rohana? Das ist nicht bloß eine Annahme. Schaut sie euch an. Unzivilisiert, unterentwickelt. Ihre Kommunikation findet über primitive Artikulationsorgane, sogenannte Münder, statt. Hey. Viele dachten einst genau wie ihr, auch ich selbst. Aber ich habe ihren Großmut gesehen. Und bald werdet ihr das auch. Die Rohana ist richtig, ist ein bisschen, ist eine Freche, ne? Ist eine Freche. Ich habe Berichte von unseren Schmähern erhalten. Anscheinend teilen sich Amons Streitkräfte auf, um verschiedene Bereiche des Sektors gleichzeitig zu erobern. Das ist nicht so gut. Es scheint, als führte uns das Schicksal erneut zusammen, James Rayner. Ich spreche davon Glück. Glück ist ein rein menschliches Konzept. Wir Protoss sehen die Abfolge von Ereignissen und erkennen einen höheren Plan dahinter. Mhm. Wie man es dreht und wendet, das Ergebnis ist dasselbe. Also, was führt dich hierher, Artanis?
Terratul glaubte, dass das Artefakt in eurem Besitz, der Schlüsselstein, uns zu den Xel'Naga führen könnte. Wo steckt Terratul eigentlich? Der dunkle Prälat fiel auf Ajur. Seine letzte Hoffnung war, dass ich seinen Weg fortsetzen würde, um Amon aufzuhalten. Verdammt! Ich hatte schon immer befürchtet, dass seine Suche so enden würde. Sein Verlust ist schmerzhaft. Ich weiß, er war euer Freund. Viele gute Leute sind für dieses Artefakt draufgegangen. Und alles nur wegen seiner verdammten Prophezeiung. Wenn er es so wollte, dann gehört das Ding dir. Aber jetzt haben wir erstmal eine Stadt zu retten. Okay, dann retten wir jetzt die Stadt. Sky Shield steckt in ernsten Schwierigkeiten, alter Freund. Wenn wir sie nicht reparieren können, schlägt sie wie eine Atombombe in Augustgrad ein. Soldaten vom Möbiuskorps sind auf der Plattform. Die Typen sind lebensmüde. Die sterben lieber, als dass sie sich von uns aufhalten lassen. Okay. So, willkommen zurück. Ich gehe davon aus, ich habe den letzten Teil einfach rausgeschnitten. Also den letzten Ladebalken, weil der schon wieder so ewig gedauert hat. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das ist gar nicht gut. Sky Shield hält nicht mehr lange durch. Wenn das so weitergeht, haben wir vielleicht 10 Minuten, bis das Ding mitten auf die Hauptstadt kracht. Eure Vermutung war korrekt, Commander. Das Möbiuskorps sabotiert die Atmosphärenstabilisatoren der Plattform. Der Schaden scheint reparabel zu sein, Hierarch. Ja, vorausgesetzt, das Möbiuskorps lässt uns was zum Reparieren übrig. Artanis, wenn du die Truppen ausschaltest, können meine Jungs die Stabilisatoren zusammenflicken. Das sollte uns etwas Zeit verschaffen. Wir müssen schnell handeln. Der Absturz der Plattform wird sich nur mit der vereinten Kraft von allen 5 Stabilisatoren aufhalten lassen. Hört sich nicht so gut an. Ja, dann bauen wir mal. Zack, die rüsten wir aus. Hier machen wir was draus. Der zentrale Stabilisator ist nahe. Wenn wir ihn zuerst sichern, wird er uns als Stützpunkt dienen, von dem aus wir die anderen angreifen können. Okay. Hab ich so verstanden. Aber muss nicht glauben, dass ich das jetzt sofort durchziehe mit euch. Aber ich sollte die vielleicht mal zuerst erforschen. Die erforsche ich sonst immer super spät. Achso, nee, das geht mir gerade. Whoops. Achso, ich habe gar nicht so viel Zeit, ne? Hahaha. Ich glaube, das... Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. Was die richtige Taktik ist, muss man gucken. Wie viel kostet das? 75. Das sind Sekunden, ne? Na, 25 Sekunden noch. Okay, dann wir probieren das einfach mal. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. Der erste ist dann gleich auch durch. Dann mache ich den zweiten und den dritten damit. Und dann schauen wir mal. Vielleicht bringt es ja was. Vielleicht ist es ja mal eine gute Taktik. Vielleicht auch nicht. Bin da sehr gespannt. Ihr habt nicht genügend Mineralien.
Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. Upgrade durchgeführt. Okay, es reicht nicht. Gebt uns einen Auftrag. Hey, aber die sind jetzt trotzdem 1-1, also das ist doch trotzdem nicht schlecht. Eine neue Wacht. Lassen Sie geradewegs in unsere Klingen laufen. Ich erfasse vor uns eine elektromagnetische Waffe. Das Feld, das von diesen Geräten ausgeht, wird langsam unsere Schilde beschädigen. Ihre Solarit-Reaktoren könnten uns möglicherweise nützlich sein. Ich empfehle dringend, diese Geräte zu zerstören. Stabilitätsberechnungen aktualisiert. Commander, eure Konstruktionsfahrzeuge können mit den Reparaturen beginnen. Besten Dank, Artanis. Meine Jungs stellen hier einen Sensorturm auf. Der sollte dich vorwarnen, wenn das Möbius-Korps hier vorbeischaut. Mit ewiger Entschlossenheit. Eine neue. Wir haben wieder ein bisschen mehr Zeit gekriegt. So sei es. Wir werden diese Welt beschützen. Okay, das ist nicht gut. Macht der Schaden an? Nee, aber der entzieht unsere Schilde. Das ist das, was er sagte. Meine Vermutung war korrekt. Diese Solarit-Reaktoren können die Leistung des Solarkerns erhöhen. Es befinden sich zwei weitere dieser Geräte auf der Plattform. Falls möglich, solltet ihr diese ausfindig machen. So sei es. Ihr seid auf mich angewiesen. Ich folge dem Mond, den die Schatten weisen. Was ist kalt? Das Möbius-Korps mobilisiert zum Angriff gegen unseren Nexus-Punkt. Macht euch bereit. Mit was kommen die? Was ist denn nicht gesagt? Dies müsst ihr in. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. Hey. Ach, Blink haben wir schon. Au. Aktualisiere Stabilitätseinschätzung. Sehr gut. Das Reparaturteam ist unterwegs. Achtung! Sieht so aus, als wenn die Möbius-Jungs Verstärkung zu den Stabilisatoren schicken. Macht euch auf mehr Widerstand gefasst. Na klar. Mehr Widerstand ist ja klar. Achso, warte mal. Können wir jetzt hier nicht noch irgendwas Tolles bauen? Nee. Ja, die könnten wir noch bauen. Falls wir mal nicht immer pünktlich sind, ja? Einen können wir sowieso mal mitnehmen, den können wir mal hier hinstellen. Ah, die lassen wir auch da stehen. Wird wahrscheinlich relativ schwierig, dahin zu kommen. Was ist euer Begehr?
Platz hin hier. Scheiße. Was? Oh shit. Aber. Andererseits. Rache für Ayur. Kein Problem. Die verschmelzen? Nee. Okay. Ich war mir nicht sicher, waren da jetzt Raven? Achso. Scheiße, das Ding war da. Ey! Okay, da war auf jeden Fall irgendwas. Wir erwarten, ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. Lasst sie geradewegs in unsere Klingen laufen. Sollte eigentlich jetzt klappen. Ayur wird auferstehen. Unser Licht lebt. Stabilisator wurde gesichert. Alles klar, wir starten die Reparaturen. Junge, du machst dir ja richtig Freunde beim Möbius Corps. Da lungert ein Haufen Truppen bei den Stabilisatoren rum. Übernimm dich nicht. Okay, da wird interessant. Halt! Okay, das sieht ganz cool aus. Wir sind eins mit den Schatten. Ja, dann machen wir mal zuerst kaputt. Warpe den Solarit-Reaktor jetzt an Bord. In die Schatten weisen. Okay. Der wird noch bitter. Ja, das geht.
Stabilitätsberechnungen aktualisiert. Nur noch ein Stabilisator befindet sich in feindlichen Händen. Wir müssen uns beeilen. Aha. Hab ich mir gedacht. Neue Wacht beginnt. So sei es. Na, das geht aber. Das geht aber. Die Schatten. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. Im Namen der Gesetzung. Das geht aber. Was nehmen wir denn mit? Machen wir eigentlich gleich. Eigentlich machen wir den jetzt zuerst. Der letzte Solarit-Reaktor wird jetzt an Bord gebracht. Ich beginne so schnell wie möglich mit der Installation. Okay. Sehr schön. Ich sehe keiner mehr. Läuft. Was? Okay. Freund Rainer, Sky Shield wurde stabilisiert und das Möbius-Korps zieht sich zurück. Admiral Horner übernimmt jetzt die Kontrolle über die Station. Ich muss sagen, dafür schulde ich dir echt was, Partner. Naja, deshalb so jetzt. Nicht unter 4 Minuten singen. Okay. Nicht unter 4 Minuten sinken. Läuft. Es ist wieder so warm. Ist ein richtig krass warmer Sommer. Habt da oben ganze Arbeit geleistet, Artanis. Sky Shield ist wieder in Position. Wir rufen gleich die Kavallerie. Wir treffen euch auf der Oberfläche und holen den Schlüsselstein. Schlechte Nachrichten. Unsere Freunde da unten hatten scheinbar die gleiche Idee. Während wir uns durchgekämpft haben, wurde der imperiale Palast überfallen. Laut den Sicherheitsdaten wurde der Schlüsselstein gestohlen. Ach nee. Meine Mama hat immer gesagt, vom Regen in die Traufe. Ich bin mir nicht sicher, wie uns diese Weisheit helfen kann, Freund Rainer. Wüsste ich auch gern. Moment, wir haben neue Informationen. Ein Evakuierungsteam des Möbius Corps ist nach Bennett Port unterwegs. Sie haben den Stein. Sie werden uns nicht entkommen. Hierarch, es ist mir gelungen, ein neues Nebensystem des Schiffs zu aktivieren. Ihr könnt jetzt im Solarkern einen Blick darauf werfen. Ja, wir kommen jetzt. Wir kommen jetzt gleich. Lass mich eben erst, doch, wir kommen. Ulen, da, hier du. Nee, er, da. Oh, was? Nexus-Überladung. Der Nexus greift automatisch alle Gegner in der Nähe an und verursacht 20 Schaden. Die die Speer des Adon baut Vespinga automatisch aus. Aha, okay. Was ist das? Verstärkung ranwarpen. Okay. Pylon reingeworbt und das. Okay. Die finde ich nicht schlecht.
Behalten wir erstmal. Wir machen erstmal hier weiter. Oh, das konnten wir auch noch voll machen. Oh, krass. Okay, dann machen wir erstmal Hilfssysteme voll. Das sehen wir dann. Können wir später immer noch verteilen, wie wir möchten. So. Die Lage ist ernst, Artanis. Eine Menge Leute sind da unten gestorben. Wir müssen diese Mistkerle ausschalten. Wie mögen all diese Terraner nur Amons Sklaven geworden sein? Sie waren bei einem streng geheimen Forschungsprojekt für die Sicherheit zuständig. In Dr. Naruts Hybridenlabor. Nachdem Valerian das Amt angetreten hatte, ging jeder Kontakt mit der Möbius Foundation verloren. Die letzten Übertragungen waren chaotisch, wahnsinnig. Danach fingen die Angriffe an. Dann hat Amon sie zu Sklaven gemacht. Einer willenlosen Armee. So gefährlich sie sind. Sie sind erst der Anfang. Du warst schon immer ein Optimist. Ein Optimist? So, dennoch werden wir das erst in der nächsten Folge machen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.